Ich bin Jana Berghessel und ich promoviere aktuell an der Universität Mannheim an der Heisenberg-Professur für kulturvergleichende Sozial- und Persönlichkeitspsychologie. Aktuell machen wir ein Projekt zu dem Zusammenhang zwischen sozialer Klasse und Wohlbefinden und warum dieser Zusammenhang in manchen Ländern stärker ist als in anderen und wodurch man diese Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen und zwischen verschiedenen Ländern erklären könnte. Ich finde es schon immer sehr faszinierend, wie die Kultur, in der wir leben, beeinflusst, wie wir uns fühlen und was für uns wichtig ist. Und deswegen finde ich an dieser Forschung besonders faszinierend, wie kulturelle Normen und welche kulturellen Normen wichtig sind in diesem Zusammenhang zwischen sozialer Klasse und Wohlbefinden. Aktuell scheint unsere Erkenntnis zu sein, dass Religiosität eine große Rolle spielt und dass in Ländern mit hoher Religiosität der Zusammenhang zwischen sozialer Klasse und Wohlbefinden weniger stark ist. Das heißt, wenn viele religiöse Normen vorherrschen, viele Menschen religiös sind in dem Land, in dem ich lebe, dann ist der Zusammenhang zwischen sozialer Klasse und Wohlbefinden weniger stark. Es ist mir also weniger wichtig, in welche soziale Klasse ich mich einordne.